Nach der jüngsten Ankündigung der britischen Regierung wird die Saatchi Gallery ihre Räume ab Donnerstag, dem 5. November, vorübergehend schließen, kündigt Saatchi im Web an. So aktuell hat sich der schottische Multimedia-Künstler Philip Colbert seine Lobsteropolis-Ausstellung in London wohl nicht vorgestellt. Lobsteropolis, so die Idee, kann man persönlich anschauen und virtuell durch die Augen eines Roboters. Das ist wie ein weiterer Schritt der Realität, eine weitere Möglichkeit von Realität. Für einen Künstler ist die Idee, diese Ausstellung rund um meine Arbeit zu schaffen und daraus einen Teil des Phänomens, des Erlebens der Ausstellung zu machen, sehr interessant. Kunst und Technologie zu mischen. Er hat nicht nur einen Hummer als alter Ego, er sammelt auch Geld für Covid-19-Wohltätigkeitszwecke, Art Against the Virus und neuerdings Publikum für Covid-gebeutelte Galerien und Museen. Das Virus hat das Leben der Menschen stark beeinflusst und auch mein Leben als Künstler, sagt der Pop-Art-Fan Colbert, der oft als Patensohn von Andy Warhol bezeichnet wird. Die Gesellschaft braucht das, um all diese kulturellen Werte zu unterstützen, die geschaffen wurden und aufrechterhalten werden müssen. In gewisser Weise ist es also verantwortungsvoll, Lösungen zu finden, um Dinge zu schaffen, in Bewegung zu halten, und ich meine in gewisser Weise stellen die Roboter nur mögliche zukünftige Lösungen dar, die wirklich dazu beitragen können, reale Räume in Zeiten von Pandemien am Laufen zu halten. Mal sehen, ob seine Ausstellung virtuell der Covid-Sperre standhalten kann. Wir versuchen, ganz virtuell weiterzumachen, heißt es bei Saatchis. Ob es klappt, findet sich ab dem 5. November auf der Webseite.